Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen zu einem kleinen Tutorial hier bei Destiny 2, welches sich aufgrund einer Frage bei einem der letzten Livestreams aufgetan hat. Und zwar geht es um das Infundieren, also das Hochleveln der Rüstung und der Waffe mit Material, mit Ausrüstung, die halt einen höheren Level hat und wo man die Energie halt übertragen will von einem auf den anderen. Ich erkläre das mal kurz hier mit einer Waffe, denn hier habe ich eine, die ich hochleveln kann. Wenn wir uns jetzt hier diese Waffen anschauen, mal immer generelle Sache, wir reden hier von den legendären, den lilanen oder den exotischen, den gelben markierten, ja, also dem im lila Hintergrund, sind legendär, geht auch rechts oben, Applaus, Applaus, Raketenwerfer, rechts legendär. Und dann gibt es auch, was haben wir hier, die exotischen Scharfschützengewehr, rechts oben steht auch exotisch. Man kann die Energie von den Waffen untereinander übertragen, also von den stärkeren zu den schwächeren. Dieser Raketenwerfer hier hat jetzt eine Stärke von 287. Links unten der blaue hat eine Stärke von 285. Und ich will die Kraft dieses Raketenwerfers mit 285 auf diesen übertragen. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, wieso will er einen Schwächeren auf einen Stärkeren übertragen? Tja, hier ist jetzt eben ein kleiner Trick versteckt, den man nicht übersehen darf bei dieser ganzen Sache. Und zwar haben diese legendären, bzw. diese exotischen Waffen, die haben von Hause aus einen Mod mit dabei, also eine Modifikation, die die Waffe stärker macht. Ich schaue zum Beispiel hier rein, das Scharfschützengewehr Darki hat eine Kraft von 289. Wenn ich jetzt aber ins Detail reinschaue, seht ihr, dass hier ein Mod montiert ist, der 5 zusätzlich Stärke bringt. Also in Wirklichkeit hat diese Knarre nur 284. Und genauso verhält es sich jetzt hier mit meinem Raketenwerfer, der hat zwar 287 Endstärke, aber wenn man jetzt das Ganze nackt nimmt, muss man das ja wegziehen. Also hat er von Haus aus 282 Stärke. Und es erklärt sich auch das, warum ich die Energie des blauen Raketenwerfers hier links unten mit 285 übertragen will, weil eben dieser in Wirklichkeit nur 282 hat. Das schauen wir uns einfach an. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Details, gehe dann links eben auf das Infundieren und ich sehe hier unten bei den Raketenwerfer, den ich nutzen kann zum Infundieren. Gehe da jetzt drauf und bleibe jetzt auf X drauf. Ihr braucht zum Infundieren legendäre Bruchstücke. Legendäre Bruchstücke bekommt ihr, indem ihr legendäre Rüstung, also lila Rüstung oder lila Waffen zerlegt. Also legendäre Bruchstücke hat man im Normalfall genug. So, rechts unten seht ihr derzeitiger Stand 287. Und auf den achtet ihr einfach, wenn ich jetzt hier diese Rüstung bzw. diesen Raketenwerfer infundiere. Und schon hat der Raketenwerfer eine Stärke von 290. In Wirklichkeit hat er nur 285, aber nachdem dieser Mod hier eben montiert ist, hat er eben 290 nun. Das ist eine ganz praktische Sache, denn dann könnt ihr wirklich Waffen hochrüsten, die euch einfach taugen. Ja, das zum Beispiel, dieser Raketenwerfer zum Beispiel, wenn er explodiert, kommen da so Clusterbomben und ich habe noch keinen Raketenwerfer bekommen, der da sowas präsentiert, der einfach halt auch solche Modifikationen oder so einen Effekt anbietet. Ja, infundieren geht auch überall anders, ja, also hier auch bei den Rüstungen natürlich. Hier ist natürlich so, ich habe momentan nichts, was ich infundieren könnte, wie ihr seht hier 290, 297, 285, das ist alles schon das Maximale, was ich hier habe. Aber achtet einfach darauf, mit dieser Art und Weise könnt ihr eure Waffen hochleveln, wenn ihr eine Lieblingswaffe habt, wo ihr sagt, schau, die hat gute Effekte, die hat gute Zusatzfeatures, die wollt ihr euch behalten, dann entsprechend hochleveln. Das ist kein Problem. Bei den Waffen müsst ihr nur schauen, dass ihr wirklich die richtige Waffe mit der richtigen Waffe hochlevelt. Also man kann ja nicht quer, kreuz und quer mischen, sondern die Waffen müssen schon zusammenpassen. Aber das probiert einfach aus und das wird euch eh dann vorgeschlagen und das seht ihr dann eh. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren reinstellen. Ich werde dann versuchen, diese Fragen zu beantworten. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.